Unburning wirft weiterhin mit tragbaren Gaming-Konsolen um sich und der neueste unter ihnen ist der RG40XX. Ist er nur ein weiterer unter vielen, der sich nur durch Kleinigkeiten von den anderen unterscheidet, oder hat Unburning diesmal tiefer in die Trickkiste gegriffen und einen großen Wurf erzeugt? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Hier seht ihr den RG40XX in Aktion und natürlich kommt ihr nicht umhin zu bemerken, dass hier die Thumbsticks beleuchtet sind. An den Bedienelementen gibt es nichts auszusetzen, aber sie sind natürlich auch nichts Außergewöhnliches. Gleiches gilt für das Display, das ist sehr gut, aber das waren die anderen ebenso schon. Schnittstellen sind jede Menge mit dabei, doch das ist wiederum nichts, was es nicht schon bei anderen Unburnings gegeben hätte. Also bietet das Gerät nichts Besonderes? Doch, das tut es. Denn der RG40XX ist gerade mal 16mm dick und nur 208 Gramm schwer. Da macht er fast schon dem iPhone Konkurrenz und dabei hat er sogar noch Schulter- und Triggertasten. Und es gibt sogar noch einen triffigeren zweiten Grund, warum man sich den RG40XX mal genauer anschauen sollte. Man kann super dumm zocken. Nein, im Ernst. Er bietet viele Schnittstellen wie Bluetooth und Wi-Fi, präzise Bedienelemente, ein sehr ordentliches Display, beleuchtete Thumbsticks und das alles zu einem verdammt günstigen Preis. Wenn ihr Interesse habt, dann folgt dem Link in der Videobeschreibung. Doch wie immer, erstmal der Reihe nach. Der Karton ist mal wieder weiß und darin befindet sich neben dem Gerät nur noch das USB-Kabel und eine kurze Bedienungsanleitung mit den üblichen Sicherheitshinweisen. Das passt soweit. Das IPS-Display ist 4 Zoll groß, was für ein tragbares Gerät eigentlich ideal ist. Mit den Bedienelementen drumherum ist man dann bei ca. 16 cm, was noch gut in jede Tasche passt. Die Buttons fühlen sich gut an, die Thumbsticks ebenso. Hoch sind sie nicht, aber das ist natürlich dem flachen Aufbau geschuldet. Gleiches gilt für die Trigger-Tasten, aber ich komme damit, zumindest im Leerlauf schon mal, ganz gut zurecht. Wie die sich im Ernstfall schlagen, bleibt abzuwarten. Den Spieletest starte ich gleich. Die restlichen Buttons lassen sich ebenso gut bedienen. Ergo, alles fühlt sich bisher sehr ordentlich an. Bleiben noch die Schnittstellen. Es gibt wieder mal zwei Kartenslots, was ich persönlich super finde. So kann ich die Karte mit den Games einfach hin und her stecken und muss nicht aufpassen, dass ich die Karte eventuell zu früh ziehe und damit dann das Linux durcheinander bringe und das Gerät nicht mehr startet. In der Mitte ist noch der Kopfhörerausgang, auch gut, und links und rechts zwei Auslässe für die Lautsprecher. Stereo hören ist also möglich. Die beiden Seiten sind stark abgerundet und ohne jegliche Bedienelemente oder Schnittstellen. Vorne befindet sich neben den A, B, X, Y Buttons und dem Steuerkreuz auch noch eine Menütaste, mit der man leicht aus der Emulation herauskommt oder spezielle Aktionen ausführen kann. Auf der rechten Seite sind dann noch Start und Select zu finden, wie das bei praktisch allen Gamepads inzwischen üblich ist. Auf der oberen Seite dürfen selbstverständlich die Schulterbuttons nicht fehlen und direkt darunter, ziemlich schmal, kommen die Trigger-Tasten. Obwohl sie so schmal sind, kann man sie trotzdem gut bedienen und sie wirken präzise und griffig. Allerdings sind sie ebenfalls nur digital, also ein sanftes Gasgeben entfällt. Für Retro-Games ist das aber ziemlich einerlei. Oben sind dann auch die restlichen Schnittstellen zu finden. Zum einen ist es die HDMI-Buchse, womit der RG40XX an einen TV angeschlossen werden kann. Je nach Emulator geht dann sogar eine höhere Auflösung, aber bei den alten Konsolen ist das meist sowieso nicht nötig. Außerdem ist noch eine Reset-Taste vorhanden, was Unburning recht oft mit dabei hat. Die Ladebuchse darf natürlich ebenso nicht fehlen und ist logischerweise USB-C. Dazu kommt eine LED, die den Betriebs- und Ladezustand anzeigen kann, das ist eigentlich schon Pflicht. Egal, die Lautstärketasten sind auch noch auf der Oberseite untergebracht, das ist okay. Und zu guter Letzt gibt es da noch den Ein- und Ausschalter und auf den kann ich jetzt endlich drücken. Wie üblich erscheint ein Unburning-Logo am Anfang und es dauert eine ganze Weile, bis der RG40 hochgefahren ist. Unter der Unburning-Oberfläche arbeitet ja ein Linux und kein Android. Das hat sehr wahrscheinlich den Vorteil, dass aus dem ARM Cortex A53 mehr Performance herausgeholt wird. Demgegenüber hätte Android den Vorteil, dass man jede Menge Apps installieren könnte. Aber da wohl jeder ein Handy hat, ist das meines Erachtens gar nicht notwendig. Da ist mir die Performance viel lieber. Das Menü taucht auf und ganz links ist die Unburning-Spiele-Auswahl. Danach kommt die RetroArch-Auswahl, was das gleiche in grün ist, aber mit einer anderen Optik. Was Unburning seit kurzem neu in das Menü mit aufgenommen hat, sind Apps. Dazu später mehr. Weiter rechts kommen noch die Favoriten, die kürzlich gezockten Games, eine Suche und die Einstellungen. Nochmal nach rechts auf das Steuerkreuz gedrückt und ich bin wieder am Anfang. Drauf gedrückt und ich komme zur Auswahl der SD-Karte. Micro-SD-Karte. Diese Wahl erscheint nur, wenn ihr eine zweite mitbestellt habt, so wie ich. Nachdem ich selektiert habe, erscheinen die Systeme oder Emulatoren. Das ist bei dem Unburning-Menü eine Liste mit Namen und im RetroArch-Menü wird ein Controller des jeweiligen Systems angezeigt. Warum Unburning hier beides anbietet, entzieht sich meiner Kenntnis. Das gilt ebenso für die Spiele auf der zweiten SD-Karte. Da sind natürlich viel mehr drauf als auf der ersten, die ja das Betriebssystem beherbergt und darüber hinaus noch ein paar Games pro System bereithält.
Aber warum auf der zweiten praktisch immer die gleichen Spiele drauf sind wie auf der ersten, verstehe ich nicht. Okay, ist vermutlich einfacher, ein Set an Spiele zu haben, das dann je nach Größe auf die jeweilige SD-Karte gespielt wird. Wie auch immer, ich starte einfach mal ein Spiel und zwar Wave Race auf dem N64. Das rennt gleich mal wie Sau und ich habe meine Probleme mit der Kontrolle dieses Jetskis. Aus Performance-Sicht scheint dieses Game zumindest schon mal keine Schwierigkeiten für den RG40XX zu sein. Alles läuft tadellos, sowohl Grafik als auch der Sound. Da darf es natürlich nicht verwundern, dass ich The Legend of Spyro, A New Beginning auf dem Game Boy, ebenso ohne jegliche Probleme zocken kann. Spyro war damals ja eine echt kultige Figur bei den Jump'n'Runs. Leider gibt es den heute nicht mehr zu spielen. Seinen letzten Auftritt hatte er, glaube ich, bei den Skylandern. Egal, jetzt gehe ich nochmal auf die Gerätebesonderheiten ein. Als erstes sind das die beleuchteten Thumbsticks. Bei den Einstellungen kann man unter LED die Effekte dieser LED-Ringe festlegen. Klar gibt es die Möglichkeit, eine feste Farbe zu vergeben. Die kann sogar mittels RGB-Wert bestimmt werden, also richtig viele verschiedene Farbtöne sind da vorhanden. Aber selbstverständlich existieren noch weitere Optionen. Neben komplett aus gibt es ein Pulsieren in drei verschiedenen Arten, Regenbogeneffekte und so weiter. Je nachdem, was selektiert wurde, können entsprechend weitere Einstellungen erfolgen, wie zum Beispiel Farbe, Geschwindigkeit und dergleichen. Meine Kamera ist dafür wohl nicht gemacht, denn ich finde, in echt sieht das Ganze viel besser aus als hier auf dem Video. Wie ihr seht, habe ich noch das Licht im Raum gedimmt, aber dadurch wurde das Bild letztlich nur unscharf. Gut, was noch? Auf die Favoriten History und Suche brauche ich nicht einzugehen. Das App Center bietet Music, Video und E-Books an. Im Prinzip sind das nur Abspieler, eben für Musik, Videos oder E-Books. Letztere sind gar keine dabei. Unter Videos gibt es auf der ersten SD-Karte nur ein RG40XX Werbefilmchen und beim Music das Lied Hotel California. Kann man natürlich selber welche drauf kopieren, aber wer von euch will dieses Gerät schon dafür nutzen? Ein paar Optionen dazu gibt es jeweils noch, aber nichts wirklich Beeindruckendes. Der File Manager ergibt noch Sinn, damit kann man Spiele, BIOS-Dateien oder sonstiges hin und her kopieren. Unter Expert ist es möglich, durch die Ordner zu navigieren, aber irgendwas starten konnte ich nicht. Wenn einer mehr über diesen Modus weiß, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare. Dann kommt noch Apps und ich hatte nicht viel erwartet, doch dort befinden sich ein paar Einstellungen, die durchaus nützlich sein können. Okay, was jetzt Arcade, Core, Auto On ist, weiß ich nicht, aber eine automatische Adaption hört sich doch gut an. Ganz cool finde ich die nächste Option, da startet das Spiel direkt mit dem gespeicherten Stand, wenn man kurz A drückt. Dass man Backups machen kann, ist ebenfalls sehr hilfreich, sowohl von den Settings als auch von den Spielständen. Bei Bielses Auto stellt man natürlich ein, ob die Bilder am Rand automatisch angepasst werden. Und es gibt sogar einen Night Mode, den ich gleich mal aktiviere. Den mag ich eigentlich grundsätzlich ganz gerne. Dann gibt es noch Power LED Switch, bei dem weiß ich jetzt nicht, was das macht, ist glaub aber nicht so wichtig. Mit der Quick Shutdown Option kann man zwischen schnellen und langsamen Herunterfahren wählen. Ist vermutlich dann so eine Art Hibernaten oder so. Danach sind noch zwei weitere Settings vorhanden, die recht interessant sind. Zum einen kann man einstellen, wie man den Combination Key auswählt, gilt allerdings nur für RetroArch Arcade Games, und zum anderen den RetroArch Turbo Button festlegen. Eine Turbo-Funktion kann ich immer gut gebrauchen. Echt nice klingt auch der Real-Time Game Guide. Fände ich cool, wenn ich mir während dem Spiel eine Anleitung einblenden könnte. Ob das funktioniert, schaue ich mir demnächst mal an. Danach kann man noch alle Einstellungen zurücksetzen, die Shader-Option lasse ich auf Auto und eine größere Schriftart brauche ich ebenso nicht. Tja, und die Vertical Arcade Games spiele ich auf so einem Gerät dann doch nicht. Entweder ist das Bild extrem klein oder man kann die Games nicht bedienen, weil man den Controller hochkant halten muss. Das war's, im Hauptmenü gibt es noch die Einstellungen mit System Information und ein paar Basics. Das ist wie bei den anderen Unburnix auch. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut euch einfach eines meiner anderen Videos von Unburnix an. Ihr seht es ja auch selbst, Hintergrund, Datum, Sprache, ein IO-Test und die schon gesehenen LED-Settings und noch ein paar optische Dinge. Doch jetzt zocke ich nochmal Doom! Dazu gibt es die Ports, die neben vielen anderen Spielen einige Doom-Varianten anbieten. Was bleibt zu sagen? Der Unburnix RG40XX ist ein schöner Handheld, der sich ziemlich stark gegen den Trimui Smart Pro positioniert. Er ist schlank, hat ein gutes Display, sieht meiner Meinung nach gut aus, was auch an den beleuchteten Thumbsticks liegt. Die Emulatoren laufen flott und es gibt keine Probleme. Okay, dem iPhone macht er allerdings keine Konkurrenz und der ganz, ganz große Wurf ist es auch nicht. Aber er hat einen verdammt günstigen Preis und deshalb ist er durchaus einen Blick wert. Nun, ich werde weiterhin von neuen Gaming-Konsolen und Neuigkeiten aus der Retro-Welt berichten. Also abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und schaut euch auch dieses Video an. Da stelle ich den Retroid Pocket 4 Pro vor, meine bislang schnellste Retro-Handheld-Gaming-Konsole. Der beherrscht sogar PlayStation 2 und Wii-Spiele und setzt sich damit von meinen anderen Controllern deutlich ab.